Ja, hallo lieben Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Und ja, wir machen mal wieder unserer beliebten Serie weiter, dass wir so, ja, Julian Zietlow uns Psychologie erklärt und auch körperliche Krankheiten heute und die Welt und überhaupt alles. Und ja, ihr habt mich wieder gebeten, das nochmal zu kommentieren. Wie gesagt, ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Man muss ja auch sagen, also er macht das, was er macht, konsequent, ne? Also er gibt die Firma auf, er hat Bock auf eine offene Beziehung, führt die dann auch. Man könnte jetzt denken, lebt er sein nice, geiles Leben, aber ein nice, geiles Leben, aus meiner Sicht natürlich auch ein Leben, was er auch Rücksicht nimmt auf andere, so. Aber wenn man jetzt mal diesen Aspekt rausnimmt, dass er, ja, das macht, wo er Bock drauf hat irgendwie und das auch klar macht und das auch nicht geheim macht, das kann man, ja, das, also ich denke, das spricht auch viele an oder würden viele vielleicht auch, träumen auch davon, das zu tun und das kann ich schon nachvollziehen und also man muss schon sagen, er macht diesen Ausbruch aus seinem Alltag, den macht er natürlich sehr konsequent, ne? Ja, gehen wir mal in die erste Story rein. Ja, hier haben wir wieder dieses Thema mit, einerseits sagt er ja immer, also ihr könnt essen, was ihr wollt und folge deinem Highest Excitement und auch seine Freundin, falls sie noch seine Freundin ist, weiß nicht, man sieht die gerade gar nicht mehr zusammen, hat sich auch abgelichtet mit einer Pizza und ja, wenn du es in Liebe isst und kannst du essen, was du willst. Das ist auch so eine spirituelle Idee übrigens, das hört man sehr oft in einer spirituellen Szene. Ich denke mir so, ey, mach das doch, geht doch mal in eine Abnehmklinik. Ne, verdingt euch da einen Monat als Therapeut und wenn ihr meint, das funktioniert, das sollte ja ausprobierbar sein, ne? Also, dass man dann Pizza essen kann, wie man will, wenn man es nur in Liebe und Dankbarkeit ist. Also, ich würde auch sagen, man sollte, wenn man schon, Anführungsstrichen, nicht so gutes Essen isst, sollte man es wenigstens trotzdem genießen und sich noch nicht noch schämen, das würde ich auch sagen so. Aber, wie gesagt, diese spirituelle Idee, die gibt es ja häufig, ne? Dass wenn also findest du tonnenweise spirituelle Videos, wo das gesagt wird, so wenn du sozusagen mit der richtigen Schwingung oder mit der richtigen Intention ein Stück Kuchen isst, dann setzt es nicht an. Sollte doch testbar sein und ich meine überhaupt jetzt diese ganzen Erkenntnisse, die werden natürlich Deutschland revolutionieren und alle werden abnehmen können damit und das Problem ist immer bei diesen Sachen, die sind nicht geprüft irgendwie. Und was ich auch immer wieder hochproblematisch finde, ist, wenn du dann nicht abnimmst, obwohl du alles in Liebe isst, bist du ja der Blöde immer, ne? Der es nicht richtig gemacht hat, hast du eben nicht richtig in Liebe gegessen. Also es gibt auch keine Falsifizierbarkeit und naja. Gut, aber um auf diese Folie jetzt zu kommen, für Koffein und Süßstoff geht das natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob in seinen alten Produkten könnte ich jetzt was für wetten, dass da Koffein und Süßstoff drin ist. Also das ist natürlich immer, wie es gerade passt. Vielleicht will er jetzt dagegen schießen, gegen diese Rocker-Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass da Süßstoff drin ist, weiß ich nicht. Aber jetzt für Süßstoff gilt es natürlich nicht, ne? Dass man essen kann, was man will. Und also versuchst dein langweiliges Leben zu versüßen. Also das ist natürlich nicht in Ordnung. Sonst Drogen nehmen ist alles in Ordnung, Süßstoff nehmen. Koffein ist tendenziell nicht in Ordnung. Das macht dir alles fucking überhaupt keinen Sinn, aber das haben wir schon. Dann ist ihm wohl aufgefallen, dass er ja immer, meine erste offene Beziehung, er darf das natürlich über Instagram Frauen sucht für Dates, die er so einen Kaffee einlädt. Dann ist natürlich, das hat er in der nächsten Story dann korrigiert, muss ich jetzt nicht einblenden, denke ich, das ist natürlich, in dem Fall darf natürlich Kaffee getrunken werden. Zum Glück. Wie gut. Ja, das erstmal dazu und jetzt kommen wir auf auch auf ein sehr beliebtes Thema in der spirituellen Szene. ADS, das müssen wir natürlich uns jetzt auch mal angucken. Ganz besonders, liebe Eltern, ihr hattet immer und immer wieder gefragt, was ich damit meinte, als ich ADHS als Fähigkeit bezeichnet habe und nicht als ja, Störung, Krankheit oder wie auch immer das jetzt hier betitelt wird. Jegliche Form von Störung, Krankheit oder irgendwas sind Fähigkeiten, mit denen wir geboren werden. Und ganz besonders ADHS ist pure Kreativität. Da nimmst du ein Kind, was fühlt und setzt es 9 Stunden hin, um zu denken und sagst ihm auch noch, du bist falsch, du musst zu irgendwem gehen, der dir Mittel verschreibt oder auch keine Mittel verschreibt. Auf jeden Fall musst du irgendwo hingehen, damit du dich änderst. Du bist nicht im Jetzt, du bist nicht, ja, sondern du musst werden. Und
So nehmen wir denen die unfassbare Fähigkeit, kreativ zu sein, auf ihre Art und Weise, packen sie in ein System und dann müssen sie genau das machen, um später Lehrer, Arzt, Angestellter oder sonst irgendwas zu werden. Und so beschneiden wir bei den Kindern die absolute Kreativität und Selbstliebe. Ja, wie gesagt, ich versuche ja immer fair zu sein und ich verstehe, was er meint. Und ich kann, das also ist auch eine Sache, die kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich bin ja auch einer dieser Neuropsychologen, die die Welt jetzt nicht mehr braucht, zum Glück, weil es alles so einfach, ein bisschen nur sein heißt. Ich habe also oft ADS diagnostiziert und ich kann diesen Gedanken verstehen, dass das auch fähig, also dass das auch Menschen sind, die besondere Fähigkeiten haben. Ne? Gelten zum Beispiel manchmal als ja, total sehr sozial eingestellt oder hohen Gerechtigkeitssinn und solche Geschichten, auch wegen Kreativität. Und man sagt ja manchmal auch Bauerngehirn versus Jägergehirn. Wobei, Bauer hört sich immer so negativ an, ist überhaupt nicht so gemeint. Also es gibt Gehirn, was besser planen kann, was besser in unserer Gesellschaft zurechtkommt. Und es gibt, ja, das Jägergehirn, das man sagt, was ADSler haben, wo man sagt, naja, wenn die jetzt nicht in die Schule gehen müssten. Also da kann ich ihn sogar noch so einigermaßen nachvollziehen, ein Stück weit. So, dass es sicherlich Kinder gibt, wenn die nicht in die Schule gehen müssten und konnten ganz nah auf den Bäumen rumklettern, dass sie unter Umständen keiner reden würden, dass sie irgendwie ADS haben. So, aber, ich meine, das ist natürlich ein Riesenspektrum. Ne? Es gibt, irgendwo setzt die Diagnose ein, davor gibt es aber schon zig Kinder, die einfach nur ein bisschen in die Richtung gehen und so. Und ja, wir haben nun mal dieses System hier und ja, ich meine, wir können auch alle auswandern, aber ja, man muss halt nun mal irgendwie hier zurechtkommen. Das sagt er natürlich, muss man nicht, ja. Aber das heißt, man muss sich da irgendwo einen Umgang mit finden. Und noch ein zweites Aber. Ich weiß nicht, ob ihr mal erlebt habt, ein ADS-Kind, was so eine Familie komplett sprengt. Und wenn man sozusagen so wirklich ein extremes ADS hat, dann, weiß ich nicht, fällt es mir persönlich schwer zu sagen, hey, das ist alles easy und überhaupt nicht schlimm. Es lebt einfach so ein highs Excitement, das Kind geht halt, sprengt die ganze Familie, aber was soll's, ne? Ist dann halt so. Also wer das mal erlebt hat, der wird, glaube ich, nicht so leicht sagen, dass es völlig unproblematisch ist. Nur dies in die Schule gehen ist ein Problem. Aber gut, also fair enough. Ein Stück weit kann ich ihn hier verstehen. Wird das Zeugnis genommen, um gleichzumeiern, Druck auszuüben, damit das Kind auch immer schon Angst hat, unangekündigte Tests, warum auch immer. Wer vorher am besten auswendig gelernt hat, gewinnt. Und Fächer wie Sport, Musik, Kunst, was vor Kreativität strotzt, das sind einfach nur Nebenfächer. Wichtigste ist natürlich Mathe, Vektorengleichung, ganz besonders wichtig. Und im Zeugniskopf steht dann auch ganz gerne, ja, es bemüht und alles Mögliche, nur ist halt abgelenkt, ja, und lenkt andere ab. Ich hoffe, dass ich früher abgelenkt habe und andere abgelenkt habe und mich nicht dorthin gesetzt habe, ins Denken reingeprügelt zu werden, vor allem als Junge. So viel Aggression drin, so viel Interaktion auch mit anderen und da soll man dann zuhören und die ganze Zeit nur in den Kopf rein donnern, eigentlich absolut verrückt. Ne? Und unsere Kinder machen das mittlerweile, werden die immer woker. Die lassen sich das nicht mehr gefallen. Die fangen dann an, nur noch auf TikTok zu scrollen, um aus dem Kopf rauszukommen oder kiffen oder sonst irgendwas. Die lassen sich das nicht mehr gefallen. Super so. Ja, also ich meine, ich finde es immer großartig, wenn ich habe da jeden Tag mit zu tun, dass einem Leute, die Sachen nicht gelernt und studiert habe, dass sie natürlich immer genau wissen, wie die Psyche funktioniert und der Körper und wahrscheinlich auch, wie man Raketen baut und zum Mars fliegt, alles. Ne? Und also was ich hier jetzt bemerkenswert finde, also Mathe ist scheiße, aber TikTok, was ja auch stark suchterregend ist, vor allen Dingen für Kinder, die können ja gar nicht, teilweise gar nicht wieder aufhören. Also soziale Medien, TikTok und Kiffen ist gut. Also das lasse ich mal so stehen, glaube ich. Das ist schon echt geil. Vor allen Dingen, ich meine, er wird ja seine Geschäftsanteile nicht umsonst abgegeben haben. Das heißt, dieser Mensch hat super viel Geld verdient, womit auch mit Mathe. Also ich meine, du kannst ja mal versuchen, ein Unternehmen zu führen ohne Mathe, oder du kannst ja mal versuchen, Getränke herzustellen ohne Physik, und das ist natürlich alles jetzt egal. Ja, dann soll er doch sein Geld verbrennen, wenn das alles so egal ist. Nein, darauf hat er auch, auf diese Sachen hat er seinen Reichtum, den er wahrscheinlich hat, gebaut. Ich meine, offensichtlich lebt er ja einen gewissen Reichtum
Und ja, jetzt natürlich auch noch OnlyFans, weiß nicht, ob er das noch macht. Oh nee, macht er glaube ich schon wieder nicht mehr, keine Ahnung. Gab es auf jeden Fall mal. Ja, also, und wie funktioniert denn TikTok und OnlyFans? Funktioniert das ohne Mathematik? Ich glaube nicht. Also, wenn wir wieder alle, aber klar, wenn er sagt, wir können auch alle wieder in die Steinzeit, kann man natürlich machen, ne? Was soll man dazu sagen, ne? Was ist denn mit der Schulpflicht, Julian? Und was ist denn damit? Und es gibt auch gute Seiten an der Schule und so weiter. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Das ist euer Lebensweg. Wie auch bei den ganzen anderen Sachen. Das Spiel spielt ihr. Das ist euer Spiel. Und da geht es nicht darum, es zu zerdenken, was man denn machen könnte, sondern nur nach eigenem Excitement zu gehen. Nur zu gucken, was excitet mich in diesem Moment. Warum limitiere ich mich? Warum habe ich Erwartungen und Annahmen? Warum mache ich es nicht einfach? Warum muss ich irgendjemandem gerecht werden? Partner, Freunde, Society, Umfeld, Arbeitgeber, bla bla bla. Warum mache ich es nicht einfach? Wenn dann, weil dann passiert das, wenn dann Gedanken streichen, den Kindern vorleben, ins Excitement zu gehen. Wenn ihr ein scheiß Leben habt und denkt, irgendwas anhäufen zu müssen, damit es euren Kindern besser geht, sie werden genau dasselbe Leben führen wie ihr. Ihr müsst es vorleben. Ihr habt keine andere Chance. Follow your highest excitement in every moment. Ja, das finde ich auch wieder sehr lustig. Ich meine, er hat ja auch was angehäuft, was er jetzt scheinbar ja auch gut findet. Und er ist ja dem Luxus nicht abgeneigt, wie man seinen Storys sehen kann. Und das finde ich auch mal lustig. Also er sagt dann so, ey, ich weiß, wie alles läuft, ich weiß, wie die Psyche läuft, ich weiß, wie die Welt läuft. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber was ist denn damit? Oder irgendwie sagt, aber wenn man das jetzt so lebt, dann haben wir doch die und die Probleme. Dann sagt er, ey, das ist euer Problem, das ist euer. Habe ich nichts mit zu tun. Ich erkläre euch mal eben die Welt, aber wenn das irgendwie komplett unlogisch ist, da habe ich nichts mit zu tun. Ja, also je länger ich diese, ich meine, ich finde es wirklich lustig. Wie gesagt, ich wünsche ihm auch wirklich, also er ist wirklich amüsant und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste, aber ist es wirklich ich, ne? Und was wir hier sehen, wirklich, ist, dass es ein Mensch ist, der, glaube ich, Selbstliebe verwechselt mit, wirklich einen sehr ausgeprägten Egozentrik, so, ne, finde ich, also finde ich das zumindest, also so kommt es für mich so rüber, weil ich höre immer nur ich, seine Bedürfnisse und dass dieses, sein eigenes, meiner Ansicht nach, ist nur meine Meinung, sein eigenes Ego wird zum König gemacht, so, ne, und es geht nur nach seinem Ego, so, ne, und wenn andere, das kommt jetzt, glaube ich, auch noch mehr in den nächsten Storys, und wenn andere damit nicht klarkommen, ist ihr Problem, ne, also Hauptsache er macht sein Ding. Wenn man das mal zu Ende denkt, ich spare mir das jetzt hier mal, das ist so, meiner Ansicht nach geht das in so eine toxische Richtung, auch so eine toxische Männlichkeit. Ich mache, was ich will, oder ist mir alles scheißegal. Und ich sage jetzt nicht, dass er so ist, aber wenn man das zu Ende denkt, dann führt das dahin. Das ist nämlich genau diese Egozentrik, führt meiner Ansicht nach, also bei Frauen auch, zu toxisch, ne? Ja, das ist mir alles scheißegal, ich mache mein Ding, Hauptsache mein Excitement. Und dass das so funktioniert, ich meine, wie gesagt, er kann ja gerne mal in so ein Land gehen, wo es Anarchie gibt, irgendwie Somalia, ja, prima, soll man mal machen, ob das so toll ist, ne? Weil diese Annehmlichkeiten von so einem organisierten Land, auch wenn Deutschland nicht mehr so organisiert ist, wie es mal war, aber das wollen wir gerne immer gerne mitnehmen, ne? Aber dann haben wir eine große Klappe, dass man das alles nicht braucht, ja, dann geh mal in ein drittes Weltland und oder in ein Land, wo es das alles nicht gibt und aber gut, vielleicht wird es ihm ja Spaß machen, wir wissen das nicht. Nicht so machen wie du. Darum geht es doch gar nicht. Es geht ja genau darum, individuell zu sehen, was dich excited. Nur, wenn mir unter die Kommentare geschrieben wird, ich könnte mein Kind nicht mal 24 Stunden alleine lassen, dann ist es deine Identifikation übers Kind. Dann kannst du dein Kind nicht alleine lassen. Das heißt nicht, dass dein Kind es nicht kann, dass dein Kind es nicht vielleicht auch will, weil du scheißen langweilig bist. Weil es sich selber entwickeln will, weil es nicht die ganze Zeit beobachtet werden will, sondern einfach frei sein will, auch mal Scheiße bauen will. Ohne gesagt zu bekommen, die Scheiße ist jetzt in diesem Moment okay oder die nicht, sondern es will auch mal über die Grenzen gehen. Und du machst Kinder für dich, du hast ja aus keinem anderen Grund ein Kind gemacht. Für dich. So, wenn du dich jetzt nur noch über das Kind identifizierst, jede Stunde mit dem abhängen musst und sagst, das kann ich ohne mich, du kannst nicht ohne Kind. Das Kind würde wahrscheinlich sehr gerne ohne dich wollen. Ja, auch mal für eine ganze Zeit lang, was auch vollkommen okay ist. Sonst wird sich dein Kind auch nur über deren Kind identifizieren. Ja, ist auch hier, weiß ich, was soll man dazu sagen, ist wieder ich. Also wenn er sein Kind alleine lassen möchte, dann ist es okay. Wenn er es nicht alleine Sachen möchte, wenn er es sehen will, dann muss es rangekarrt werden. Wenn er es wieder nicht sehen will, ist es wieder okay. Wenn seine Freundin ihr Kind
wochenlang nicht sehen will, ist es auch okay. Ja, also man kann das so sehen, nur es führt, wie gesagt, in so eine Egozentrik, finde ich. Und das ist immer, dass man sich immer alles, was man macht, hat man ein Recht drauf, ne? Weil das ist jetzt eben, wie ich es gerade will. Und dann denke ich mir irgendwas aus, warum das auch für die anderen gut ist. Und er deutet ja auch so ein bisschen an, dass man so Kinder ohne Grenzen erzieht. Ja, das haben wir jetzt über anderthalb Generationen gemacht. Und haben uns Kinder großgezogen, die, ja, manchmal nicht alle, natürlich nur ein Teil, aber drohen, kleine Tyrannen zu sein, ja, sich auch viel um sich drehen. Also natürlich kann man jetzt sagen, das ist auch was Gutes. Ja, die Kinder sind auch viel selbstbewusster als früher und es gibt schon auch viel, ganz viel, ich will jetzt auch gar nicht über Kinder reden, es gibt schon ganz viel, wo die Generation heute jetzt viel weiter ist. Aber das ist, man wird ja auch diskutieren, dass das irgendwie auch ein bisschen ein Problem ist. Und ja, meiner Ansicht nach brauchen wir alle mehr Grenzen und haben wir so ein bisschen übertrieben, so in den letzten ein, zwei Generationen, aber ich bin ja nur so ein dummer Psychologe. Ich gehöre ja auch zur Matrix bestimmt. Was denn, wenn es jetzt ihr Excitement ist, dass du das Kind nicht siehst? Ja, so it is. Follow your highest excitement in every moment, egal was es ist. Das heißt nicht, dass der Gegenüber damit einstimmen muss und sagen, cool, es geht nicht darum. Es geht nicht darum, Verständnis zu bekommen. Du musst Verständnis für dich selbst haben. Du musst von keinem anderen Verständnis haben. Fertig. Und der ganze andere Rest ist deinem Excitement zu folgen. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, weil es nicht mein Excitement ist, meine Kinder nicht zu sehen, dann gehe ich natürlich in den Konflikt. So. Und darum geht es ja, nicht konfliktscheu zu sein, sondern seinem Excitement zu folgen. Nicht probieren, es irgendwie so zu zerdenken und zu planen, dass alles ineinander passt. Ja, also auch hier wieder redet er sozusagen dem Konflikt das Wort. Das ist natürlich ein Teil der Realität, die auch korrekt ist. So, ne? Und vielleicht sind manche viele Menschen zu konfliktscheu und wollen vielleicht ein anderes Leben leben, trauen sie jetzt nicht zu sagen, irgendwie absolut richtig, nur er nimmt halt hier, das ist auch irgendwo interessant, ne, eine totale Extremposition ein, ne, es gibt also sozusagen die Extremposition zu Co-Abhängigkeit, ne, ich drehe mich immer an dem anderen, sagt er, du hast dich gefälligst die ganze Zeit, um dich selber zu drehen, also ich würde gerne in der Welt leben, wo man sich um sich dreht und den anderen, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst sozusagen, ne. Ich möchte in keiner Welt leben, wo jeder nur seinem Highest Excitement folgt. Ja, man guckt hier mal in den USA, die ganzen Drogenleute da auf der Straße, habe ich gerade eben wieder ein Video gesehen, diesen grässlichen Drogen da, ja, die denken wahrscheinlich auch, dass sie ihrem höchsten Excitement folgen. Ja, ich meine, es ist, also man kann ja eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber auszubalancieren im Vorhinein, es so zu planen, dass alles ineinander passt, dass Harmonie herrscht und so weiter, ist nicht deine Aufgabe und kannst du nicht tun. Es ist sogar höchst übergriffig für die anderen, mitzudenken. Wenn jeder an sich denkt, ist für jeden gedacht. Und wenn du das Excitement vorlebst, werden die Leute in ihrem Umfeld entweder sich distanzieren oder auch das machen, ihrem Excitement folgen. Das Universum balanciert danach aus. Bei jeder Aktivität oder was ihr macht, denkt immer daran, folgt eurem Excitement, ihr müsst nicht ausbalancieren, ihr könnt sogar überkompensieren, wenn euch gewisse Dinge eine Weile gefehlt haben, was absolut gut ist. Das Universum wird es danach ausbalancieren. Ah, ich habe jetzt nie dieses und jenes gemacht, ich darf das jetzt nur ein- bis dreimal die Woche, weil das will die Gesellschaft so. Nein, du machst es so oft, wie es sich gut anfühlt. Denn was sich gut anfühlt, ist gut. Egal, ob es eine Emotion oder ein Gefühl ist. Und das Universum wird es danach ausbalancieren und du wirst danach, wenn es soweit ist, wenn es dich nicht mehr excited, in die Balance fallen. Also für mich ist das, sorry, ist so ein Bullshit, wirklich. Also das ist genau, was Menschen, die sich sehr um sich drehen, immer sagen. So, ich habe ein Recht drauf und es ist richtig so. Alles balanciert dich auch so. Ich kann dir jetzt da hingehen, kann dir dein ganzes Geld wegnehmen, kann dir sagen, du bist ein hässlicher Frosch und ja, ich kann dir sogar noch mehr Geld wegnehmen, ich kann das überkompensieren und das ist eben ein heißes Excitement und das Universum wird schon richten. So, was soll ich mir im Kopf machen, so wenn ich eine Bank ausraube? Das Universum wird schon richten. Das ist wirklich, also ich möchte in so einer Welt nicht leben, also wo man nur an sich denkt und nur an sein eigenes Vergnügen. Und ich finde es auch so spannend, dann geht man halt irgendwie ein paar Wochen in den Dschungel, in irgendeine Sekte und weiß, wie die Welt läuft, ne? Und man braucht nichts mehr, keine Ärzte, keine Psychologen, keine Leute, die Mathe können. Braucht man alles nicht mehr. Wie gesagt, es ist legitime Meinung und ja, vielleicht ist das ja so. Vielleicht wollen wir irgendwann wieder alle zurück in den Dschungeln ohne Regeln, jeder haut dem anderen Schädel ein und ja, jeder macht, wie er will. Vielleicht wollen wir es als Menschheit wieder. Also ich will es nicht, aber ja, ich weiß nicht.
wer das will, keine Ahnung, aber er will's. Also, aber das hat er natürlich jetzt nicht gesagt. Ich habe es nur mal zu Ende gedacht. Und halt von mir, was du willst. Nur ist euch mal aufgefallen, dass ich immer relaxed bin. Immer. Ja, das liegt an den Drogen. Ist gut, wenn du das meinst. Aber relaxed zu sein, auch dass das Gesicht mal so richtig schön runterhängt. Ja, man nicht die ganze Zeit so macht, sondern richtig schön relaxed sein, die Schultern unten sein. Selbst in Situationen, bei denen ich weine, wie gestern, oder wo ich andere Emotionen rauslasse, wo ich auch aggressiv bin, bin ich komplett relaxed. Und ich war früher nicht mal angespannt, obwohl ich 12 Stunden geschlafen, entspannt, obwohl ich 12 Stunden geschlafen habe. Ja. Und, oder im Urlaub war. Urlaub. Urlaub ist übrigens auch geil. Das ist ein Haufen Scheiße mit Parfum einzusprühen. Also dein scheiß Leben. Und dann gehst du mal dich erholen auf eine Insel, um dann wieder in dein scheiß Leben zurückzukehren. Eigentlich dürfte es doch umgekehrt sein, dass du ein geiles Leben hast und ab und zu mal eine Challenge, die du dann bewältigst und dann wieder zurück in dein geiles Leben kommst. Relax. Ja, guck mal, entspannt sieht er aus. Aber ist wieder, ich bin der Geilste. Ich bin der Entspannteste. Ich bin Jungbrunnen. Ich sehe aus wie 20. Ich bin einfach überhaupt der Geilste. Und ich meine, er denkt ja so, dass er sein Leben so komplett verändert hat. Also er ist ausgebrochen, ne? Und er genießt es. Das ist, wie gesagt, gönne ich ihm vom Herzen. Nur, ich bin mal gespannt, ob man mit ein bisschen Abstand, ob die Situation, die er jetzt hat, wirklich so anders ist als die davor. Weiß ich nicht. Also wenn man, ich meine, er hat früher ja auch so absolut sicher geredet, dass er weiß, wie es läuft. Und vielleicht hängt er sich gerade, wir wissen es nicht, an die nächste Frau, und es wird doch auf eine schräge Art, das ist ja häufig so, aber vielleicht hat ihn der Dschungel, die Sekte im Dschungel geheilt, wissen wir nicht, aber häufig ist so, man denkt so, man bricht aus und holt sich doch das Gleiche wieder rein, also das wünsche ich mir natürlich nicht, aber wir werden sehen, aber auf jeden Fall ist er der Geilste, ne? Also Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht, und wahrscheinlich finden das auch viele polar irgendwie, aber naja. Ah, ja. Was mache ich, wenn ich Depression habe? Follow your highest excitement. Es wird sich sofort ändern. Was mache ich, wenn ich eine Essstörung habe? Muss ich dann einen Mahlzeitenplan haben oder die und die Mittel nehmen oder irgendwas? Follow your highest excitement in every moment. Was ist, wenn ich irgendeine körperliche Krankheit habe, die einfach nicht weggeht? Egal, was ich mache, ich habe immer diese Magenschmerzen und sowas. Follow your highest excitement in every moment without expectations and assumptions. Create your own reality in every moment. Follow your highest excitement. Egal ob körperliche Beschwerden oder psychische Beschwerden, sie lösen sich in Windeseile auf, wenn du deinem Excitement nachgehst. Tu es. Du kannst noch so oft zum Arzt rennen, du kannst noch so oft Biohacking machen, du kannst deinen Tag anders strukturieren, du kannst zum Spielen gehen ab und zu, zum Fußball oder zum Stricken oder zum sonst irgendwas, du kannst dir ein bisschen weniger Arbeit machen, du kannst alles machen, was du willst, es wird dich nicht weiterbringen, es wird deine Leidenszeit nur verlängern oder minimal unterbrechen. Follow your highest excitement in every moment. Ja, also es ist Bombe, wir brauchen, ich glaube, alle Ärzte sind ab jetzt arbeitslos, können alle Kliniken schließen, und wir sollten Julian sofort zum Kanzler machen. Oder nee, besser zum König, also oder zum Kaiser. Das wäre, glaube ich, das Angemessenste. Und ja, du kannst ja mal mit dem Motorrad vor die Wand fahren irgendwie und dann versuchen, dich zu heilen mit diesen Tipps. Deine multiplen Knochenbrüche dann zu heilen mit diesen hervorragenden, ja, oder ich würde vorschlagen, wenn er mal irgendein akutes medizinisches Problem hat und ja, bin ich mal gespannt, was er dann sagt, wenn die in der Klinik sagen würden, Mann, geh doch einfach wieder nach Hause. Follow your highest excitement. Wir brauchen ja nichts machen bei dir. Das ist schon irgendwie lustig. Aber ja, ich habe natürlich auch ein Konzept des nice, geilen Lebens. Also wie gesagt, dass er sagt, hey, das konsequent das zu tun, was einem Spaß macht, ist grundsätzlich eine gute Sache. Da bin ich natürlich komplett bei ihm. Aber ich sage, das kann man für sich ja auch immer alles sagen, aber dann anderen zu sagen, sie sollen nicht zum Arzt gehen, das finde ich schon echt Wahnsinn, was der alles gelernt hat da im Dschungel. Aber das muss echt so, das ist schon echt so krass irgendwie. Komme echt nicht drauf klar. Aber ja, ist super, wirklich. Aber wie gesagt, ich, nice, geiles Leben ist was anderes, als was er gemacht, weil das wäre immer was du für dich machst und wo du nicht anderen sagst, wie sie leben sollen und auch nicht auf Kosten anderer machst, so, ne? Mach schon dein eigenes Ding, und ja, setzt auch Grenzen, so, und
Ach, da muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Aber gut, wir können alle Kliniken dicht machen. Das ist doch hervorragend. Sparen wir viel Geld. Niemandem erklären, du musst mit niemandem Übereinkunft haben. Es geht hierbei nur um dich, deine Gesundheit, dein Leben, dein Spiel. Jeder, der mit dir zu tun haben will, darf deine Wahrheit akzeptieren oder gehen. Wenn du das anfängst, wirst du mit Menschen, die deine Wahrheit nicht mehr akzeptieren, nicht mehr Zeit verbringen können, weil dein innerer Widerstand sich so sehr wehrt dagegen, dass es einfach nicht machbar ist. Das heißt, diskutiere das nicht. Informiere. Was hast du vor? Was willst du machen? Egal, wie pervers, wie moralisch inkorrekt, wie das von den Leuten angesehen wird, wie die Leute sagen, bitte mach weiter mit deiner Firma, bitte mach weiter. Wenn du es nicht fühlst, lass es. Follow your highest excitement. Du hast keine andere Chance. Und geh in die Bewegung. Mach den ersten Step. Denk nicht, oh, ich muss ja aber dann dies und das. Geh in die Bewegung, mach den ersten Step und dann wird es eh anders oder sogar noch besser kommen, als du jemals erwartet hättest. Du musst es nicht mit jemandem besprechen, du musst es nur dir recht machen. Ja, also diesen Slide kann ich jetzt noch am ehesten nachvollziehen. Ja klar, wenn du unglücklich bist, sollte man keine Angst haben und einen Schritt machen und man muss auch keine Erlaubnis haben, wenn man seine Firma abgeben will. Und ob man jetzt Leute überhaupt nicht einbeziehen sollte und auch nicht sagen soll, also ghosten sollte ja dann unter Umständen, wenn man das so macht, das weiß ich jetzt nicht, aber dass man seinen Weg gehen sollte und das auch, wenn man meint, das ist der richtige Weg, auch nicht unbedingt mit anderen diskutieren. Das ist jetzt meine Story. Die kann ich, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Männer, lasst euch eure wundervollen, naturgegebenen, animalischen Instinkte und Fähigkeiten nicht niedermachen, nicht ausreden, wie ein Mann zu sein hat oder irgendetwas. Wenn ihr triebgesteuert seid, so what? Es ist euer Leben. Egal mit wem ihr zusammen seid, ob ihr ein Versprechen gegeben habt. Ein Versprechen ist das Übergriffigste, was ihr eurem inneren Kind gegenüber antun könnt, weil ihr eure Realität in jedem Moment neu kreiert und das auch dürft. Es ist euer Leben. Und wenn ihr in einen Raum reinkommt und da sind 10 Mädels, ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt, würde ich und so weiter und so weiter. Lasst euch das nicht wegnehmen. Seid animalisch. Lasst eure Aggressionen raus. Und werdet endlich emotional. Ja, also gut, da sind jetzt viel mehrere Sachen drin. Also ich finde auch, wenn man unbedingt meint, eine offene Beziehung, also kein Commitment haben zu wollen und mit möglichst vielen Frauen zu schlafen, was er scheinbar auch möchte, das ist total legitim, ne? Absolut, wenn man da ehrlich mit ist. Und wenn er das jetzt mit animalisch meint, aber ansonsten finde ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er das auch nicht zu Ende gedacht, also wenn du das zu Ende denkst, führt das in toxische, ich sage es ja wirklich ungern, aber es führt tatsächlich in toxische Männlichkeit, weil das führt dazu, ja auch Aggressionen raus, ja, das führt dazu, so ich mach was ich will, das hat er jetzt nicht gesagt, aber wenn man das zu Ende denkt, ich mach, also das führt zu genau diesen Problemen, die wir überall hier sehen, in allen Ecken und Enden, muss man ja nur mal Tageszeitung aufmachen oder ins Internet gucken, ja, wo Grenzen, überall Grenzen überschritten werden, auch von Männern, die wahrscheinlich auch meinen, hey, ich lebe einfach mal ein animalisches Leben und ist mir doch alles scheißegal und man muss auch mal, man darf doch auch mal ein bisschen aggressiv sein. Ja, also da, ohne Worte wirklich. Aber klar, wenn das jetzt ein Plädoyer sein sollte für Polarität, aber für mich, ich meine, das habe ich auch alles in meinem neuen Polaritätsbuch, was bald rauskommt, werde ich das erörtern. Und auch gerade diese Abgrenzung zur toxischen Männlichkeit finde ich ganz wichtig, weil eine moderne spirituelle Männlichkeit, die geht nicht über Grenzen so, ne? Also und ja, also finde ich, also das ist alles ich und wie gesagt, führt leicht zu so einer Minuspoligkeit, sage ich mal, in Beziehungen, weil man denkt, man hat auf alles ein Recht irgendwie, ne? Also finde ich super problematisch. Liebe Ladies, lasst euch eure feminine Energie nicht zerstören. Lasst euch nicht sagen, ihr müsst so oder so sein. Die feminine Energie, enjoy, relax, Chaos. Chaos, nicht Kontrolle. Genießen, nicht, oh, ist ja ganz schön. Relaxen, nicht, ja, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde vom Fernseher, da muss ich aber auch schon wieder. Nein, auch wenn du eine Bossbitch sein willst, wenn es sich gut anfühlt, mach es. Nehmt euch eure feminine Energie nicht weg. Lasst sie euch nicht wegnehmen.
egal welche Anforderungen an euch gestellt werden. Distanziert euch von den Leuten, die euch das nicht erlauben. Ihr kommt nur so in eure Power, ihr habt keine andere Chance. Ja, aber mein Job gefällt mir so, durchlebe es. Ohne Scham, ohne Schuld, bis es sich nicht mehr excited. Und dann relax. Ja, das ist doch schön. Letzte Story. Kann ich ihm nur beipflichten. Finde ich gut, was er da gesagt hat. Plädoyer für feminine Polarität. Wunderbar. Lassen wir es mal so stehen. Und genau, wenn ihr mehr davon haben wollt, lasst es mich wissen. Wie gesagt, ich wünsche ihm und allen Beteiligten nur das Beste. Aber ich finde, das darf man auch mal kommentieren. Sollte man auch mal kommentieren. Und danke für die Gelegenheit, sage ich dann mal an ihm. Verlinkt natürlich die Story auch wieder unten drunter. Ja, was einfach Instagram, Julian Zietlow. Aber ich schreibe es auch nochmal unter das Video. Und wir sehen uns bald wieder, Leute.